Hallo Modernmann-Freunde, willkommen bei Bahntasie. Ich habe heute mal ein bisschen was anderes vor. Und zwar sind wir hier bei Delta Romeo, bei mir in meiner Wohnung, in meinem Bastelstudio. Ich zeige euch heute, wie man ein wenig Pimp-My-Tillich-Kupplung in Anführungsstrichen spielen kann. Allerdings ist das eine doch recht anspruchsvolle Sache, die man hier zum Basteln euch gerne zeigen möchte. Okay, also was ist jetzt der Grund? Warum meinst du, muss man die Tillich-Kupplungen überhaupt erstmal pimpen? Kannst ja mal so praktische Beispiele zeigen. Also ich sag mal so, die Tillich-Kupplung an sich ist ja schon ein richtig guter Wurf gewesen. Allerdings bei den ersten Einsätzen bei mir zu Hause habe ich halt recht schnell festgestellt, wenn man die Züge zusammen hat und das Gleis jetzt nicht hundertprozentig zusammen ist, eine Bodenwelle und der Zug trennt sich. Ja. Hat mich ein bisschen geärgert, da hatte ich die auch erstmal wieder zur Seite gelegt, bis dann ein Border im TT-Board vorgestellt hatte, wie man das am besten lösen kann. Mhm. Daraus habe ich mir dann eine eigene Variante entwickelt, wie man eine Tillich-Kupplung am besten so pimpen kann, dass sie wirklich richtig festsitzt und dass man sie auch zum Rangieren benutzen kann. Mhm. Und Achtung, Spoiler-Alarm, es liegt nicht daran, dass die Tillich-Kupplung einfach unsauber sind. Nein, 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 das hat ein paar andere Gründe, aber dazu später mehr. Okay. Gut, jetzt kannst du erst noch mal kurz zeigen, wie es dann ausschaut, oder machen wir das später? Das machen wir später. Machen wir später. Gut, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal und begeben uns rüber zum Basteltisch und fangen an, die Kupplung zu pimpen. Los geht's. Wir sind jetzt einmal auf die andere Seite der Platte gegangen. Was ich euch mal noch sagen möchte, bevor wir hier mit dem Umbau anfangen: Es gibt ja immer wieder Gerüchte und Mythen, dass die Tillich- und die Kühn-Kupplung angeblich nicht kompatibel wären. Das ist Bullshit. Es ist wirklich ein Mythos. Es liegt nicht an der Kupplungsstütze von Kühn, es liegt an was vollkommen anderem. Es liegt hier an dem Kupplungshaken. Und zwar, dass dieser Kupplungshaken häufig zu weit nach hinten gebogen ist. Mit einem Werkzeug eurer Wahl, allerdings sollte es auch glatt sein, kann man diesen Kupplungshaken ein Müh nach vorne biegen. Und schon hat man dieses Problem nicht mehr, dass die Kupplungshaken in der jeweiligen anderen Kupplung nicht mehr reinfallen. So, dann wollen wir dann mal. Auf geht's! Ich habe jetzt erstmal 5 Kupplungen zurechtgelegt und zeige jetzt euch mal Schritt für Schritt, wie ich das immer mache. Ich muss dazu sagen, ich bin ausgebildeter Goldschmied. Ich habe sehr ruhige Hände dafür. Wer sich das nicht zutraut, ist kein Problem. Dann lasst es irgendjemand anders machen, der halt ruhige Hände hat. Oder ihr macht es halt ganz einfach, ihr kauft euch einfach neue Kupplung. Auf jeden Fall, es geht erstmal los. Man muss sich erstmal einen Punkt ankörnen, wo wir dann mit dem Bohrer reingehen. Am besten versucht man das bei dieser Hohlkehle relativ mittig, aber halt so mittig, dass halt am Ende keine anderen Sachen verletzt werden, wie hier zum Beispiel der Schacht, wo dann der Kupplungshaken reinkommt. Machen wir erstmal schnell die 5 Stück und dann geht es weiter mit dem Vorbohren. Wer jetzt für das Anstechen nicht unbedingt so etwas vorhanden hat, gut, das war auch ein altes Werkzeug von mir, habe ich mir zurechtgeschliffen, der kann ganz einfach auch eine große Nähnadel nehmen, also es muss schon ein bisschen was Größeres sein, damit man auch ein bisschen Kraft aufwenden kann und kann dann ganz einfach die Sache auch so anstechen. Wie gesagt, nur anstechen, weil jetzt geht es gleich mit dem Bohren weiter. Gut, jetzt geht es quasi mit dem Vorbohren weiter. Das sollte man machen, weil bei dieser Methode heißer Draht, wie ich sie nenne, da kommt natürlich auch ein bisschen Kunststoff raus und man minimiert eigentlich dadurch, durch dieses Vorbohren, quasi das Ausquellen. Hier wird es allerdings schon etwas tricky. Weil den Bohrer, den ich benutze, der ist 0,4 mm stark. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, mein Bohrer wackelt ein bisschen. Das ist natürlich auch der Vorteil des Vorstechens. Dadurch findet man einfach das Bohrloch am besten. So, das war der vorletzte. Und noch einer. Und dann geht's weiter. Das waren erstmal die ersten Vorbereitungsarbeiten. Gleich zeige ich euch noch
dass wie das mit dem Draht funktioniert, weil den muss man auch ein bisschen vorbereiten. Aber jetzt, worauf ihr vielleicht alle schon im wahrsten Sinne des Wortes heiß drauf seid, Methode heißer Draht, wie ich es nenne, das zeige ich euch jetzt und ab geht's. So, und schon ist es drin. Na gut, passiert mir auch manchmal, dass ich nicht gleich beim ersten Mal treffe. Aber das Ding ist fest. Also, man kriegt das wirklich richtig schlecht raus. Und dazu braucht es halt einige Vorbereitungsarbeiten. Jetzt geht es nur noch ums Versäubern. So, ihr könnt jetzt hier unschwer erkennen, der Draht ist ein bisschen dreckig. Das passiert beim Warmwerden halt. Das sind jetzt Oxide, die kann man jetzt. Aus Schönheitskur mache ich das meistens, mache ich sie runter und dann wird das auch wieder richtig schön blank. Da kann man das Werkzeug seiner Wahl nehmen. Ich nehme hier meistens immer eine gute scharfe Pinzette, kommt auch aus dem Goldschmiedebedarf. Ein, zweimal rumgehen und schon ist der Draht wieder blank. Der nächste Schritt ist halt den Draht rumholen. Ordentlich so machen. Huch, jetzt brauchst du etwas locker. Damit dann am Ende der Draht wieder ordentlich mittig zur Kuhle ist. Und dann wird er rumgeholt. Ich nehme meistens den Fingernagel dort am Ende, hole ihn wenig rum und dann schneide ich ihn mit dem Seitenschneider ab. Und fertig ist eine modifizierte Tillichkupplung. Bevor man den Draht einfach so in die Kupplung reinsteckt und erhitzt, braucht es natürlich noch ein paar Kerben, weil sonst rutscht das Teil einfach wieder raus. Ist mir auch beim ersten Mal passiert. Aber okay, man entwickelt ja die ganze Sache. Man macht quasi zwei Kerben rein, also wirklich nur zwei Kerben dicht beieinander, dreht das Ganze um 90 Grad und macht nochmal versetzt zwei Kerben rein. Aber wirklich nicht viel, auch nicht tief, weil man kann das da in der Position leicht abschneiden. So, das ist durchaus normal, dass es jetzt schief werden kann. Dazu nimmt man dann einfach irgendeine Zange. Sie muss aber innen flach sein, ohne Riffel. Und drückt sie dann wieder gerade. Wie ihr hier sehen könnt, die Kerben nah beieinander und nicht zu weit auseinander, weil sonst hält der ganze Spaß in der Kupplung später nicht. Und die ganzen Einkerbungen, die ihr jetzt so seht an meinem kleinen Finger, die dürfen die 2 mm überhaupt nicht großartig überschreiten. Könnt ihr ja gut an meinem Messschieber erkennen. So, wie ihr hier mal sehen könnt, ist es ein bisschen durchgerutscht. Das ist kein Problem. Das kann man entweder mit einer ordentlichen kleinen Handblechschere, wie ihr gesehen habt bei mir, oder auch mit einem richtig scharfen Seitenschneider wieder wegkriegen. Das ist kein Problem. Allerdings muss ich dazu sagen, mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass ich etwas daneben gezielt habe. Hier bei der anderen sieht man das gut. Das ist kein Thema, solange der Draht noch heiß ist. Da kann man immer noch ein paar Sekunden ein bisschen rumwackeln. In diesen paar Sekunden legt sich da der Kunststoff noch um den Draht herum. Und wenn man dann merkt, der ist fest und wackelt nicht mehr, dann ist er auch wirklich fest. Und ganz ehrlich, an der Stelle der Kupplung, man sieht es nicht im Fahrbetrieb. Was jetzt auch noch mal passieren kann, dass hier
der Leitstreifen an der Seite. Es kann passieren, dass der ein bisschen dadurch reinrutscht und dadurch die Kupplung klemmt. Aber, nicht verzagen, Delta fragen, mit der spitzen Flachzange ein bisschen reingehen, auseinanderdrücken, das hilft schon und schon geht's wieder. So, und falls ihr euch jetzt gefragt habt, was ich hier für Draht genommen habe, das ist einfach 0,5 Bindedraht, den man in jedem Baumarkt finden kann. Meistens bei den Blumen und Gestecke. Einfach nach so einem Bindedraht fragen. Aber es muss der unlackierte sein, weil wenn er den abfackelt, das stinkt mörderlich. Aber so viel dazu. Ihr habt ja nun gesehen, wie es geht. Ihr habt es jetzt gesehen, so kann man das machen. Aber ich sage euch gleich, das ist hier ein Profi-Tipp. Das ist nicht für jedermann. Also wer da nicht das handwerkliche Talent für besitzt oder es auch sich zutraut, das ist kein großer Weltuntergang, dann lasst es andere Leute machen oder nehmt halt andere Sachen. Ich zum Beispiel habe auch damals angefangen mit den Kupplungsstützen von Digitalzentrale. Die kann man auch für die Tillichkupplung nehmen. Die sind auch, kann ich nur empfehlen. Muss man allerdings ein bisschen aufpassen, was für einen Kleber man benutzt. Das ist aber auch das Einzige, was man da beachten sollte. Auf jeden Fall. Die Kupplungen sind jetzt fertig, man kann sie jetzt direkt einbauen, man kann losfahren und das war's. Die Kupplung ist fertig, jetzt können wir sie wieder einbauen. Ich habe jetzt mal für einen anderen Wagen genommen, der hatte bis vor kurzem noch keine eigene Kupplung, beziehungsweise an der einen Seite habe ich sie schon dran gemacht, zugerüstet ist er noch nicht. Einfach ranstecken, jetzt muss man aufpassen. Das hier kann jetzt sehr pieksen, deswegen nicht so reinschieben, sondern am besten so von der Seite. Und dann kann man da auch nichts verdrücken. Die Kupplung ist drin, wir setzen rauf. Und das Schöne ist, man kann einfach jetzt nur noch ranstupsen, wenn es ordentlich gemacht ist. Und zack, fest. Man kann losfahren. Ja, man sieht jetzt schon hier, dass die richtig schön festhalten und im Normalfall jetzt gerade spätestens bei der Bewegung wäre der schon rausgesprungen. Also ich würde sagen, der Test hat funktioniert. Wie der ein oder andere vielleicht schon bemerkt haben kann, haben wir aus einer Tillichkupplung quasi eine Kühnkupplung gemacht. Gleich möchte ich euch zeigen, wie das mit dem Rangieren funktioniert. Aber ein was vorweg. Wer jetzt nicht unbedingt meint, oh Gottchen, Rangierfunktion, oh mein Gott, da brauche ich ja so viel Zeug und Zeug. Nein, braucht man gar nicht. Man kann wirklich aus einfachsten Haushaltsmitteln sich eine Rangierhilfe basteln. Zum Beispiel das hier. Jeder, der irgendwann mal sich Toastbrot, Schwarzbrot, was weiß ich geholt hat, hat so eine Krampe meistens dran. Die soll er mal nicht wegschmeißen. Wie ihr hier schön sehen könnt, habe ich mir damit eine Rangierhilfe zurechtgebastelt. Ja, und gleich werden wir es im Einsatz erleben, glaube ich. Auf jeden Fall. Zuvor möchte ich mal noch mit ein paar Mythen aufräumen. Beim letzten TT-Stammtischtreffen in Dresden wurde mir mal wieder gesagt, ach nee, die Kühnkupplungen, da ist das Rangieren nicht möglich. Diese scheiß Kupplungsstütze und mi, mi, mi. Leute, nein, es liegt nicht an der Rangierstütze. Es liegt meistens an der Kupplung, dass die ein bisschen zu weit nach innen gebogen ist, also am Kupplungshaken. Den kann man mit ein, zwei Handgriffen zurechtdrücken und schon funktioniert die ganze Sache wieder. Das liegt nicht am Kupplungshaken. So, jetzt will ich euch das mal zeigen. Wie ihr sehen könnt, eine modifizierte Tillichkupplung, wie ich gerne sage, und eine Kühnkupplung am Gepäckmeister. Einmal runtergegriffen, zack, auseinander. Also Leute, einfacher geht's wirklich nicht. Da braucht man nicht diese komischen Magnetschraubenschlüssel. Man braucht nicht diese komischen selbstgebastelten Magnete, die von oben rankommen oder die von oben hier gar nicht rankommen. Einfach das Ding nehmen und fertig. Also habt ihr es gesehen, wie schön oder wie einfach in Anführungsstrichen man diese Kupplungen aufwerten kann? Weil bei mir persönlich passiert das auch recht häufig, dass ich meine Wagen unterwegs verliere, weil irgendwo eine Unebenheit ist und dann muss man die wieder einsammeln. Das ist damit auf jeden Fall Geschichte. Delta, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns das jetzt schon mal so schön nahegebracht hast und so ausführlich erklärt hast. Aber gerne doch. Aber wie gesagt, einfach ist es nicht. Es ist hier wirklich ein Profi-Tipp für die Leute, die sich wirklich zutrauen, das zu machen. Ansonsten... Für alle anderen, für die das jetzt zu aufwendig ist, gebe ich zu, es ist aufwendig. Es lohnt sich auch wirklich nur, wenn man mindestens
weit über 100 Kupplungen umrüsten möchte und man sich das Geld sparen will. Ja, ansonsten für kleinere Sammlungen empfiehlt sich wirklich die Kühn-Kupplung, beziehungsweise die Firma Rocco hat es ja jetzt übernommen, also kann man jetzt sagen Rocco-Kupplung. Okay. Stimmt. Und somit bedanke ich mich auch wirklich bei Andi, dass er meiner Einladung gefolgt ist. Und sehr gerne. Für mehr Tipps oder halt detailreiche Fragen gerne an mich wenden. Genau, ich vermittle das auch gerne weiter. Also ja, vielleicht, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vor allen Dingen schreibt ein paar Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Vielleicht habt ihr auch ein paar Anregungen, was wir noch so mal gemeinsam machen könnten. Schreibt es bitte in die Kommentare, würde uns freuen, davon zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis bald, euer Andi von Fantasie und euer Delta Romeo. Wir sehen uns. Ciao, macht's gut.